Wie kommt denn am besten der Dampf in den Ofen? Früher, als ich angefangen habe ich auch einfach nur eine Schale Wasser in den Ofen gestellt. Bringt überhaupt nichts, weil ich dann über lange Zeit ganz, ganz wenig Dampfentwicklung habe. Und ein Brot oder ein Brötchen braucht innerhalb der ersten paar Sekunden richtig kräftig Dampf. Da muss im Grunde die Tür vibrieren, so viel Dampf muss da drin sein. Und das erreiche ich mit viel Masse, die entsprechend Wasser verdampfen kann. Und diese Masse hole ich mir in den Ofen über Edelstahlschrauben oder manche nehmen auch Kieselsteine, ganz kleine, oder ich jetzt Luftgewehrkugeln oder Kugellagerkugeln, das sind ganz kleine 4,5 mm Durchmesserkugeln. Die haben richtig viel Masse und eine große Oberfläche und liegen schön dicht. Das nimmt also auch wenig Platz weg im Ofen. Und die habe ich in ein Edelstahlrohr gepackt mit einer Öffnung oben. Das heizt sich mit auf, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, gemeinsam mit dem Backstein. Und wenn das richtig heiß ist, schiebe ich das Brot rein und dann spritze ich ungefähr 50 bis 60 Milliliter Wasser hierauf. Und dann gibt es diesen beschriebenen schlagartigen Dampfstoß. Der Dampf bleibt dann ungefähr so lange im Ofen, bis der Ofentrieb beendet ist. Dann mache ich die Tür auf, der Dampf kommt raus und am Ende gibt es ein Brot oder ein Brötchen mit einem wunderschönen Glanz, mit einem schönen Volumen und auch einer richtig guten Kruste. Dieses Bedampfungssystem ist äußerst effektiv, hat aber den Haken, dass man sich ein bisschen über die Bedienungsanleitung des Ofens hinwegsetzen muss, weil da meistens drin steht, dass man nichts auf den Ofenboden stellen darf. Ich mache das jetzt schon einige Jahre lang, meine Öfen haben bislang alle überlebt, aber ich muss es sagen, es muss jeder selber entscheiden, ob er das tut. Es kommt ganz links an den Rand oder ganz rechts an den Rand im Backofen. Es blockiert im Grunde kaum Unterhitze, aber es ist trotzdem die eigene Entscheidung. Ich kann das nur empfehlen, aber jeder entscheidet selbst.